die Fälle zu steil. Ja, es ist... Danke, Spiel. Oh. Oh, fuck. Okay. Was tue ich mir hier an? Okay. Gibt es eigentlich eine Gondel in City Skylines? Leider nein, aber das wäre richtig geil. So, kannst du mal den Punkt bzw. Standort zeigen, wo du mit der Map angefangen hast? Der Kommerzkreisel war eine der ersten großen Sachen, die ich gebaut habe. Alles hat aber hier angefangen. Hier habe ich alles aufgebaut, Geld gesammelt, hier angefangen zu bauen, das alles wieder abgerissen und das hier neu gebaut. Das heißt, das hier ist sozusagen der erste fertige Schritt gewesen. Das erste fertige Stadtviertel war dieser Bereich hier. Dann kam der, dann der und jetzt neu der da hinten. So, okay. Wo habe ich denn jetzt meine Straße gebaut? Ich habe meine Straße verloren. Da ist meine Straße. Gibt es ein riesiges Einkaufscenter? Ja. So. Oh, fuck. Ich muss hier hoch. Warum wollen sie da hochbauen? Da ist ein Observatorium gespawnt. Keine Ahnung, wie das da hingekommen ist. Oh, fuck. Die Hölle zum Autofahren, Alter. Das kannst du mir aber glauben. Und ich schicke da gleich Busse hoch. Die armen Schweine. So, das heißt, wenn wir jetzt hier gedreht bekommen, wäre alles super. Okay, dann fahren wir erstmal weiter in die Richtung. Oh! Ey! So. Gut. Felix, lass dir doch mal Mauspads bedrucken, wenn Felix spielt oder deinem Titelbild und verkaufe diese oder verlose die. Wäre doch cool, oder? Ja, da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, aber Problem ist, das Ganze ist scheiße teuer. Übrigens, ich muss mich mal gerade hier in das Tr reinfräsen. Weil sonst wird das hier nichts. Das heißt, ich, Nee, machen wir nicht. Wir tunneln. Kann man das überhaupt mit denen? Nein, mit der Straße kann man nicht tunneln. Okay, dann brauchen wir hier eine etwas brightere Straße. Gefälle ist zu steil. Ort ist bereits belegt. Schade, warte mal. Machen wir das hier nochmal raus. So. Wenn wir jetzt eine Straße bauen. Ha! So. Der muss dann nur irgendwo kompetent wieder rauskommen. Ah, sehr gut. So. So, Sekunde. Das heißt, wir müssen hier mal gerade... Ah, damit kann ich auch nicht hochbauen. Okay, Moment. Ganz kleine Stufen, bitte. Jetzt wieder schön brav unten ran. So. Ist ein bisschen mutig, so zu bauen, finde ich. Okay, sind wir denn gleich oben? Ja. Gut. No. Ach, guck mal, da fährt schon ein Räumungsfahrzeug. Krass. Der ist ja wahrscheinlich aus Versehen reingefahren und muss jetzt die ganze Strecke hochfahren. So, wir haben's. Sehr gut. Ding braucht Wasser. Willst du mich verarschen? Wasser und Strom. Oh Mann, okay. Das wird jetzt lustig. Ich überlege gerade, welche Richtung ist kürzer? In die Richtung ist kürzer. So. Boah, ich könnte jetzt echt stundenlang City Skylines weiterspielen, ne?
Alter, ist das cool. So, und jetzt brauchen wir natürlich noch irgendeine Stromversorgung. Oh ja, Strom haben wir hier genug. Okay. Sehr gut. Hast du GTA 5? Ja, ich habe da auch eine ganze Playlist, die da rumläuft. So, Felix macht eine Buslinie von der Vorstadt zum Observatorium. Genau das habe ich vor, aber es wird jetzt Tatsache eine Buslinie zwischen allem. Und zwar habe ich hier vor, hier noch irgendwo einen Wendeplatz einzubauen. Für einen Bus, dass der hier einfach wieder rauswenden kann. So. Ein guter alter Wendeplatz. Fick dich. Fick dich deshalb. So, pass auf, dann bauen wir das auch mal nach hier hinten. Dann haben wir hier nämlich genug Platz. So. Hallo. So, dann kann der Bus nämlich hier gleich wenden. Und, das heißt, wir brauchen hier auch vielleicht eine Straßenbahnhaltestelle. Eine Strabaha. Strabaha. Ach, die Straßenbahn fährt hier gar nicht rein, ne? Okay, dann lassen wir den Bus hier mit reinfahren. Dann muss der Bus hier drinnen wenden, dann ist er selber schuld. Okay, und der Bus hier oben bräuchte natürlich noch einen kleinen Wendeplatz. Aber das kriegen wir, glaube ich, hier ganz kompakt hin. Sehr gut. Nicht schön, aber funktioniert. Warte mal, da können wir aber noch ein bisschen was dran machen. So, und jetzt muss ich nur die Seite rumdrehen. Gut. Damit kann er auch hier oben wenden. Sehr schön. Alter, was ist denn hier für ein Verkehr? Was wollt ihr alle hier? Krass, okay. Da kann man nur eins zu sagen. Nice! So. Pass auf. Das heißt, das hätten wir. Jetzt brauchen wir die Buslinie. Ein Hoch auf unseren Busfahrer. Busfahrer, Busfahrer. So, den können wir natürlich hier im Dingens anfahren lassen. Ich glaube, den lasse ich aber auch nur da halten, oder? Ja, den lasse ich nur da halten. Der fährt dann nämlich raus zum Observatorium. Ding. So. Und dann wieder runter in die Stadt und hält hier. Und dann wieder hoch zum Observatorium. Und hält. Da, ja, von mir aus. Und dann wieder runter in die Vorstadt. Nach da. So, und da brauchst du wirklich nicht viele Busse. So, einen Parkplatz noch. Machen wir jetzt. Gut. Fahrzeug hinzufügen. Ein paar. Sehr gut. Wie sieht das denn jetzt aus? Oh, okay, der Zug fängt an, richtig zu transportieren. Jetzt müssten die Busse eigentlich hier hinten spawnen. Haben die auch eine andere Farbe? Das muss ich gleich mal nachgucken. Ja, die sind ein bisschen dunkler. Aber wenn, dann hätte ich die gerne distinkt. Gelb. Nein, oh, er hat es nicht übernommen. Okay. Sehr gut. Sehr schön. Krass. Alter, sieht das gut aus? Ich finde das gut aus. So. Sehr, sehr gut. Sekunde. Oh, Rücken wieder drin. Okay. Sehr schön. Hier oben ist ja was los. Achso, Parkplätze. So.
Bitte denken Sie daran, die Parkbremse anzuziehen. Ich glaube nicht, dass wir das so machen sollten. Das passiert, wenn du die Handbremse nicht anziehst. So. Bitte geh in den Berg, in den Bus und fahr den Berg hoch und runter. Oh Mann. Haben wir denn hier irgendwo mal einen, der schon unterwegs ist? Noch nicht so wirklich. Er steht momentan immer noch hier. So. Gut. So, dann müsst ihr jetzt in den nächsten reinfahren, ganz genau. Leute mitnehmen, wenn überhaupt jemanden. Einer, sehr gut. So. Und los geht's. Hitte deo 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 deo. Ich bin ruhig. So. Gut. Was machst du in deiner Freizeit als Hobbys? Ich spiele Volleyball. Beim DTV Düren übrigens. Ja, ich habe momentan Schule. Wenn man das als Hobby bezeichnen will. Und ich spiele sehr, sehr gerne Videospiele. Und Computer. Alles, was damit was zu tun hat. Alles in die Richtung. Keine Ahnung. Guck mal, man sieht das Observatorium. Oh mein Gott, das ist so cool. Warte mal gerade, ich möchte gerade ganz kurz in die Optionen, in die Tastenbelegung. Und da müsste es nämlich etwas geben, was in diese Dingenskamera geht. Ich weiß aber nicht, wo das ist. Warte mal. Warte. Feuerwehr auswählen. Wo sind denn die Anzeigen? Infoansicht, Radio. Warte mal, womit schalte ich den? Man konnte doch irgendwie diese Dingenskamera anmachen. Kamerarotation, Rotationsmodus, freilaufende Kamera, Pause. Pause. Tatsache, okay. Wenn ich mir jetzt also meinen Bus wieder nehme und gehe da rein und ich Pause drücke, geht das UI nicht aus. Schade. Weil jetzt kann ich auf keinen Bus mehr klicken. Oh, jetzt ist es weg und Pause. Nö, funktioniert nicht. Schade. Okay. So, wir krachen hier hinter dem anderen Auto hinterher. Hör auf zu bremsen, ey. Es geht bergauf. Hör auf zu bremsen. Schwuchtel bremsen. Okay, dann hört er. Oh, da hat er gebremst. Die Feuerwehr aus der anderen, die Polizei aus der anderen Stadt kommt, die fährt aber lange. Okay. Wir müssten gleich irgendwo abbiegen. Warum setzen die den Blinker? What? Okay. Von mir aus. Das nenne ich mal Kurve. Andere Richtung. Ich muss damit aufhören. Da sieht man das Observatorium besser. Ist das nicht cool? So, wann machst du nochmal einen OMSI-Livestream? In 17 Minuten. So, was würdest du machen, wenn ein Abonnent von dir dich zwingen würde, was zu machen? Und wenn du es nicht machst, er dich deabonniert oder etc. Was würdest du machen oder reagieren? Ich würde gar nicht drauf reagieren, weil Leute, die sowas machen, machen Erpressung. Und das ist nicht cool. Und deswegen würde ich nicht reagieren.